und ich werde dir heute in diesem Video zeigen, wie du auch ein komplett schwarzes Auto in Rocket League machen kannst. Das Ganze ist eigentlich echt super, super easy. Du bist auf der Suche nach einer vertrauenswürdigen Seite, wo du dir günstige Rocket League Autos und Items kaufen kannst? Dann schaue jetzt bei meinem Partner rl.exchange vorbei. Schnelle Lieferung und viele Zahlungsmethoden. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung und mit meinem Code REAPERS sparst du noch 3% auf deinen Einkauf. Unterstütze mich jetzt kostenlos mit meinem Creator-Code bei REAPERSYT im Rocket League Shop mit jedem Kauf, den du dort tätigst. Einfach meinen Creator-Code eintragen bei REAPERSYT, dann auf OK drücken, dann unterstützt du mich 14 Tage lang, alle 14 Tage neu antragen und nun viel Spaß mit diesem Video. Peace, Freunde, was geht ab? Ich bin bei REAPERS und ich begrüße dich ganz herzlich hier zu einem neuen, freshen Rocket League Video hier auf meinem Kanal. Und Freunde, in dem heutigen Rocket League Video zeige ich dir, wie du dir auch so ein cooles, komplett schwarzes Auto in Rocket League machen kannst. Ich wurde ständig in den Kommentaren gefragt, ich wurde ständig im Livestream-Chat gefragt, hey, wie kann ich mir auch so ein komplett schwarzes Auto machen? Und diese Frage werde ich heute in diesem Video beantworten. Ich werde dir heute in diesem Video zeigen, wie du auch ein komplett schwarzes Auto in Rocket League machen kannst. Das Ganze ist eigentlich echt super, super easy. Und ich dachte eigentlich, dass es mittlerweile jeder weiß, wie das Ganze funktioniert. Aber es gibt anscheinend wirklich immer noch einige, die halt einfach, beziehungsweise sogar sehr viele, die einfach nicht wissen, wie das Ganze funktioniert. Daher werde ich das heute in diesem Video wirklich zeigen. Bevor wir jetzt aber starten und du noch keinen Like auf dem Video dagelassen hast, lass jetzt unbedingt einen Like auf dem Video da. Ich würde sagen, bei diesem Video, dafür, dass ich hier jetzt zeige, wie man ein komplett schwarzes Auto bekommen kann und so viele danach gefragt haben, sind 500 Likes easy drin. Und richtig krass wären 1000 Likes, ja. Also bin ich mal gespannt, wie stark ihr seid, ja. Und ob wir hier vielleicht 500 bis 1000 Likes auf diesem Video schaffen. Also lasst wirklich mal ein Like da. Und falls du neu am Start bist, auf meinem Kanal, irgendwie auf dieses Video gestoßen bist, würde ich mich natürlich auch an der Stelle über ein kostenloses Abo von dir freuen. Aktiviere natürlich auch unbedingt die Glocke, wenn du abonnierst, um kein Video mehr in Rocket League zu verpassen von mir. Ja, dann kriegst du auch immer eine Benachrichtigung für die Livestreams. Ich bin übrigens heute ab 19 Uhr wieder live. Und zwar werden wir dann ein bisschen Ranked spielen. Um 20 Uhr werden wir dann das Turnier spielen. Die Turniere kommen ja auch fantastisch bei euch an. Also würde ich mich freuen, wenn du auf jeden Fall dabei bist. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob du mit im Livestream am Start bist. Und nun würde ich sagen, zeige ich dir auch schon, wie man sich so ein freshes, cooles, schwarzes Auto erstellen kann. Ich habe heute mehrere Möglichkeiten dabei. Denn die erste Möglichkeit ist eben hauptsächlich nur für PC-Spieler. Und dann die zweite Möglichkeit ist eben auch für Nintendo Switch, PS4 oder Xbox-Spieler. So, wir beginnen aber natürlich erstmal mit der allerersten Möglichkeit. Und zwar ist die allererste Möglichkeit die Buckes Mod. Die ist für PC-Spieler. Die Buckes Mod ist eine einfache Mod, die man sich kostenlos downloaden kann. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken, downloaden, installieren und dann habt ihr die Buckes Mod. Wichtig zu erwähnen, dabei ist natürlich, die Buckes Mod ist kein Hack oder so. Ihr könnt für die Buckes Mod nicht gebannt werden, weil das ja auch viele immer denken, dass das irgendwie ein Virus ist oder dass man dafür gebannt werden kann. Nein, keine Sorge. Ihr könnt für die Buckes Mod auf keinen Fall gebannt werden. Das schwöre ich bei Gott hier hundertprozentig, dass ihr dafür nicht gebannt werdet, und ich schwöre auf alles, was ich habe, dass das kein Virus ist, ja, dass ihr da irgendwie Schaden von nimmt oder so, ist auf keinen Fall so. Also seid euch da wirklich hundertprozentig sicher, vertraut mir da an der Stelle und downloadet euch die Buckes Mod. Wenn ihr die Buckes Mod quasi gedownloadet habt, die gibt es übrigens mittlerweile auch für Epic Games, da werde ich auch nochmal die Tage ein einzelnes Video machen, ja, weil mittlerweile ist Rocket League ja bei Epic Games und viele haben halt eben Rocket League einfach über Epic Games, da es da kostenlos ist und nicht über Steam. Und ja, vor kurzem gab es die Buckes Mod halt eben nur für Steam-Spieler, aber jetzt gibt es die auch für Epic Games-Spieler. Wenn ihr nicht wisst, wie das genau funktioniert, ich werde die Tage nochmal ein Video drüber machen und dann werde ich das hier in der Infocard verlinken, sobald das Video online ist. Ja, dauert aber nochmal ein paar Tage. So, wenn ihr die Buckes Mod installiert habt, drückt ihr einfach auf der Tastatur F2. Wow, und da ist dann auch schon das Menü, was sich eben mit F2 öffnet. So, und bei diesem Menü, das könnt ihr auch so hier hin und her verschieben, das ist halt eben dieses Buckes Mod-Menü, da könnt ihr eben oben auf Items gehen. Ihr habt generell in der Buckes Mod super, super viele Möglichkeiten. Das ist unfassbar. Also die belohnt sich wirklich. Ihr könnt hier so Air Dribble Mode und so aktivieren. Unendlich Boost aktivieren im privaten Spiel. Ja, also ihr habt wirklich unnormal viele Möglichkeiten. Und da viele auch gefragt haben, hey, wie kannst du eigentlich im Turnier immer die MMR-Punkte sehen oder auch in den Ranked-Runden? Das geht halt eben auch mit der Buckes Mod, ja. Deswegen haben PC-Spieler auf jeden Fall einen ordentlichen Vorteil gegenüber Nintendo Switch, PS4 oder Xbox-Spielern, da man halt generell auf dem PC immer mehr Möglichkeiten hat. Auf jeden Fall geht man jetzt hier bei der ersten Variante auf Items, geht dann hier eben auf Enable Item Mods
und muss dann hier sich erstmal sein Auto zusammenstellen, wie man es eben haben möchte. Da gibt es eben, das Coole ist, in der Buckes-Mod gibt es alle Items, ja. Also ich kann jetzt hier die schwarzen DCs auswählen, obwohl ich sie eigentlich gar nicht in der Garage im Spind habe, im Inventar, ja, weil es eben in der Buckes-Mod alles gibt und es ist quasi so ein Skin-Changer. Aber wie gesagt, ihr könnt da halt nicht für gebannt werden, da eben nur man selber die Veränderungen am Auto sieht, ja. Also alle anderen Spieler, mit denen ich jetzt online in der Runde bin, die sehen jetzt gar nicht mein schwarzes Auto. Nur ich selber sehe das. Aber das ist für mich halt ganz praktisch für den Stream und so, weil das halt eben auch alle Leute aus dem Stream sehen. Und das finde ich halt eben ganz cool. Ja, hier könnt ihr euch dann halt eben euer Auto so zusammenstellen. Und wichtig ist halt eben, wenn ihr ein schwarzes Auto machen wollt, dann geht ihr hier eben auf Override Car Colors. Und da wählt ihr halt eben einfach hier die Farbe schwarz aus. Könnt natürlich auch weiß auswählen und dann wird das Auto, seht ihr auch schon im Hintergrund, weiß. Ja, ich mache es aber hier jetzt schwarz, weil es geht ja jetzt auch gerade um das schwarze Auto. Die können natürlich aber auch grün oder so machen. Also das geht auch, ne, hier oder, keine Ahnung, so blau oder so. Also da gibt es wirklich alle Möglichkeiten. Secondary müsst ihr natürlich dann auch schwarz machen für ein komplett schwarzes Auto. Und wenn ihr dann wirklich dieses komplette Ultraschwarz haben wollt, müsst ihr hier unten noch eben bei Paint Finish, bei Primary und Secondary einfach Tune Skizze auswählen, ja. Das macht das Auto nochmal ein bisschen, ja, mehr schwarz, ja. Ihr seht hier zum Beispiel, jetzt wurde das ein bisschen heller, aber da habe ich auf jeden Fall gute Erfahrungen mitgemacht, dass dadurch das Auto auf jeden Fall komplett dunkel wird, ne. Finde ich richtig nice und so bekommt man im Prinzip auf dem PC ganz einfach ein schwarzes Auto. Jetzt kommen wir zu der zweiten Variante. Auf der PlayStation, Xbox oder Nintendo Switch. Da ist das Ganze ein bisschen schwieriger. Ich bin momentan auf der Suche nach einer kostenlosen Variante, ja, damit ihr auf jeden Fall auch irgendwie eine kostenlose Variante und eine einfache Variante habt auf der PlayStation, Xbox oder Nintendo Switch, ja, dass es eben auch so cool aussieht wie auf dem PC. Leider ist es halt bisher noch nicht so möglich, bin leider noch nicht fündig geworden, aber sobald ich da fündig werde, ich bin wirklich auf der Suche, dann mache ich da auch nochmal ein einzelnes Video drüber, ne. Also hoffe ich auf jeden Fall, dass ihr vielleicht irgendwie auch Ideen oder so habt, falls irgendwer da was drüber weiß oder da eine Möglichkeit hat, schreibt sie mir sehr gerne in die Kommentare. Nun aber zu der PlayStation, Xbox und Nintendo Switch Möglichkeit. Für die Möglichkeit muss man nämlich einfach auf den Item Shop gehen. Unterstützt mich dort natürlich auch sehr gerne immer mit meinem Creator-Code bei ReaperSYT. Das ist hier übrigens der heutige Shop, ist ganz nice. Hier mit Torexplosion einfach Schwarzmarkt Popcorn für 2000 Credits. Also falls ihr euch die gönnt, auf jeden Fall hier meinen Creator-Code eintragen, ja. Auf Ehre, alle 14 Tage neu eintragen und dann unterstützt ihr mich. Vielen Dank an jeden, der mich supportet. Und die PlayStation, Xbox oder Nintendo Switch Möglichkeit ist halt eben, dass man sich ganz einfach hier oben bei eSports, ja, dann bei Nordamerika einfach NRG kauft, ja. Das Auto ist nicht komplett schwarz, kostet halt wirklich auch nur 300 von diesen E-Credits, also geht völlig klar, was kosten die? Die kosten 4 Euro, also 3 Euro kosten die. Also das geht, finde ich, komplett klar. Also wer halt wirklich ein einigermaßen schwarzes Auto auf der PlayStation, Xbox oder Nintendo Switch haben möchte, muss halt eben diese 3 Euro ausgeben. Es gibt leider keine andere Möglichkeit, außer eben noch eine dritte Möglichkeit, die werde ich auch gleich nochmal zeigen. Die ist auch ganz okay, würde ich einfach mal so sagen. Und zwar kann man eben auch noch sein Auto hier quasi bestimmt lackieren. Und dann hat man eben auch so eine schwarze Farbe. Dafür muss man, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, das irgendwie in die Richtung auswählen. Das funktioniert halt eben auch nur bei Team Blau. Also ich würde euch wirklich empfehlen, wenn ihr jetzt Xbox oder so spielt, ne, auf einer Konsole, dann holt euch einfach hier dieses NRG-Auto bei Nordamerika von dem eSports-Team und dann habt ihr eben auch ein einigermaßen schwarzes Auto. Ist halt einfach leider nicht anders möglich. Finde ich auch extrem schade auf der Xbox, Nintendo Switch oder PlayStation. Aber es ist halt einfach so die einzige Möglichkeit. Oder man nutzt halt eben die Möglichkeit, die ich gerade noch gezeigt habe, eben indem man hier auf Auto anpassen geht, dann eben auf hier die Lackierung, wählt eben dieses Blaue aus. Und dann muss man hier eine bestimmte Variante auswählen. Ich kann das halt eben gerade nicht machen, weil ich Buckes-Mod drin habe. Aber ihr müsst einfach mal so ein bisschen rumprobieren. Ihr nehmt hier einfach eine der Farben. Das müsste eigentlich normalerweise entweder eine der 4 sein hier. Die wählt ihr einfach aus. Und da müsst ihr halt eben rechts hier nochmal so ein bisschen rumprobieren, dass dann die Farbe schwarz entsteht, ja. Funktioniert natürlich dann nur für Team Blau, bei Team Orange habt ihr dann eben kein schwarzes Auto, aber ansonsten würde ich euch einfach eben, wie gesagt, das eSport NRG Auto empfehlen. Ja, das waren soweit die Möglichkeiten, so könnt ihr auf jeden Fall easy euer Auto schwarz machen in Rocket League.
Ihr könnt dafür nicht gebannt werden für die Buckus-Mod. Ich würde jedem PC-Spieler immer die Buckus-Mod empfehlen, da sie halt wirklich ultra praktisch ist. Man kann so sein Auto gestalten, wie man möchte, ja. Obwohl man eben die Items nicht hat. Und das Coole ist eben, dass man dadurch auch auf jeden Fall besser wird. Vorteile im Spiel hat, dass man eben die MMR-Punkte sieht und immer weiß, wie man quasi steht. Und man kann eben im Training so einige Sachen modifizieren, um auf jeden Fall sich selber zu trainieren und somit besser zu werden. Deshalb holt euch sehr gerne die Buckus-Mod, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Falls ihr an der Stelle dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich finde es selber ultra schade. Das ist keine andere Möglichkeit großartig für PlayStation, Nintendo Switch oder Xbox gibt. Ich hoffe trotzdem, dass es euch irgendwie gefallen hat und weitergeholfen hat, hier irgendwie ein schwarzes Auto auf den Konsolen zu kriegen. Ja, ich versuche natürlich auch immer die Konsolenspieler zu unterstützen. Falls dir nun dieses Video gefallen hat, du neu am Start bist, lass ein kostenloses Abo da. Würde mich wirklich freuen, aktiviere die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns sonst entweder im nächsten Video oder heute Abend um 19 Uhr im Livestream. Ich bin raus, euer bei Reapers GBO. Ciao, ciao.